Herzlich willkommen zum Thema Blades. Wir werden uns heute einigen verschiedenen Blade-Größen widmen, verschiedenen Blade-Stärken und zusammen erörtern, für welchen Zweck sie eingesetzt werden und welche Vor- und Nachteile sie haben. Die Blade ist quasi die Nadel, womit die Pigmentierung stattfindet. Also das ist das Werkzeug, was in die Haut eindringt und dort für einen feinen Cut sorgt. Die Blades haben verschiedene Nummern. Das bezeichnet quasi die Anzahl der Nadeln, die hintereinander an einer Stelle zusammengelötet werden. Und beispielsweise bei den Flexblades werden sie mit einer Kunststoffummantelung umwickelt, um ihnen noch mehr Stabilität zu geben. Bei den Hardblades sind sie mit einer Metallummantelung umschlossen. Das sorgt dafür, dass die Nadeln sich so wenig wie möglich auseinanderbiegen. Wenn sie nämlich auf Widerstand in der Haut stoßen, ja, dann würden sie sich normalerweise auseinanderbiegen. Aber die sollen ja ganz eng zusammenbleiben, sodass der Cut auch sehr fein abheilen kann und es nicht zu irgendwelchen Strichmustern kommt. Bevor die Nadel in das Handstück eingespannt wird, sollte man sich auf jeden Fall Handschuhe anziehen. Und wenn sie dann aus der sterilen Verpackung entnommen wird, kann sie in das Handstück eingespannt werden. Die längste Nadel sollte dabei nach außen zeigen. Das heißt, die Nadel ist etwas schräg drin, sodass sie, wenn sie auf die Haut trifft, das Handstück senkrecht nach oben zeigt, in einem 90-Grad-Winkel. Also eine Flexblade ist eigentlich so das gängigste Mittel, die gängigste Blade, die man einsetzt, funktioniert für sehr viele Hauttypen und man kann wunderschöne Bögen damit zeichnen. Ja, eine Hardblade zum Beispiel ist sehr starr, man kommt nicht so gut um die Kurve damit und sie ist eher für den sehr derben Hauttyp, großporig, dicke Haut, ja. Und dafür werden die Hardblades weitestgehend eingesetzt, unter anderem aber auch im Soft-Tap-Bereich. Soft-Tap ist auch eine manuelle Pigmentiertechnik. Da wird die Nadel nicht über die Haut gezogen. Das ist also keine fließende Bewegung, sondern es ist eine Hebeltechnik. Die Nadel dringt in die Haut ein, wird nach oben angewinkelt und dann entfernt. Da entsteht für einen kurzen Moment ein Vakuum, wo die Farbe angesogen wird. Und so kann man auch für Powder-Effekt sorgen oder Schattierungen machen. Es gibt Pigmentierer, die haben überhaupt keine Maschine und arbeiten, ja, seit sie permanent Make-up gelernt haben, nur mit diesem Werkzeug. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wie ihr merkt, es gibt viele verschiedene Blades und es gilt einfach für euch persönlich herauszufinden, was liegt euch am besten, welche Blade könnt ihr am einfachsten führen. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Channel abonniert und uns ein Like hinterlasst. Bis zum nächsten Mal. Eure Melanie Labes.